Die macht Hallo und Spaß. herzlich willkommen zurück zu schön League of Legends. Schön dazwischen geredet. Immer noch mit den Kingern. Diesmal in einem anderen Spielmodus. Und zwar Aram. Ich wollte Ihnen das Grüße. einfach mal zeigen, weil es aus meiner Sicht der Spielmodi ist, mit dem man am besten die Level grinden kann. No. An dem man am besten am schnellsten auf Level 30 kommt, weil man kriegt zwar etwas weniger Erfahrung, glaube ich, so 20 Stück weniger, aber man kann halt mehr Matches hintereinander machen. Und deswegen ist es am Endeffekt Mal schneller. sehen, wie ich mich anstelle. Ja, so schwer ist das nicht. Es Ich kommt muss halt. einfach so mit Kurs reinkommen. Ja, Ich habe ihn das seit geht 2 Jahren schnell. nicht gespielt. Ich habe ihn seit 2 Jahren nicht gespielt. Ja, ist sehr einfach, der Champ. Ultra Ja. und press R to win. Ja. Die haben Nocturne, das gefällt mir. Nocturne, Das Quinnet und gefällt mir. Soraka, das gefällt mir. Das einzige, der gefährlich wird, ist der Wyze und der Gragas. Und halt der Kindred, aber nur wenn die gefeedet wird, sonst ist die useless. Aber wir haben das perfekte Team gegen Also die. ist meine Aufgabe, Kindred zu finden. Nee, deine Aufgabe ist es am besten, Nocturne zu feeden. Okay. Und Wyze so ein bisschen so. Und Gragas, einfach alle feeden von den Gegnern, das ist deine Ja, Aufgabe ja, dann. ja, ja. Aber sonst Ich so. stelle mich einfach gegen noch in Space Nine unter den Turm. Ja. Ich habe, by the way, gar nicht die Audio überprüft, ob das mit dem League Voice Chat überhaupt Ja. funktioniert. Aber who cares? Blöd gelaufen. Wird schon klappen. Ja, weil es ja Ingame-Sound ist, also müsste es eigentlich Ah klappen. ja. Aber. Müsste. Er müsste aber nicht überprüft, von daher. Egal. Ja. Aber wie lang die Runde sein wird, kein Plan. Das hängt immer darauf. Kommt immer darauf an. Oder hängt immer davon ab, wie schnell man. Oder wie gut man ist, wie schlecht die Gegner sind. Wie die Teams aussehen. Und wie ich auch gerade ein bisschen mit King darüber geredet habe. Wir haben eigentlich das gute Team. Wir haben eine Pe Push Pressure und wir haben halt noch extremes Late-Game-Absicherung mit Mia und Sivir als MF. Und oh, das sollte eigentlich reinknallen. Mit Am Vex vor allem auch. liebsten machst du die weh. Ja, am stärksten ist die Q zu maxen, aber spiel so wie du lieber magst. Jeder hat in Aram vor allem auch seinen eigenen Spielstyle. Wie zum Beispiel ich mit MF, ich baue mir erstmal 5 MF, BF-Swords rein und mache mit meiner Q One-Shots. Ja, easy, wunderbarer Trade für uns. Das lief mal schön. Wird anscheinend nicht das schnellste, wird dann schnellst nicht das langsamste Game. Ich hatte schon mal Aram, was eine Stunde ging, weil wir so krass waren. Was? Oh fuck. Boah, Alter, da gibt er das First Blood ab. Boah, Alter, ist der low. Boah, das würden wir aber trotzdem gewinnen. Sollten wir. Ach, schade, da habe ich etwas schlecht gespielt. Aber egal. Ah, fuck. Da kam ich nicht mehr in die Range meiner Crew. Was war denn die R nochmal? Da habe ich gesagt. Die R von dir ist einfach dieser riesen Laser. Das stimmt, ja. Boah, leider. Ja, das war ein Malwert. Ich habe da ein bisschen schlecht gespielt. Aber an sich, wir haben eh das Late Game abgesichert. Die haben zwar Ich hab den noch Late Ult. Man Maschine Wise und Kindred und Soraka, aber das sollte gegen unser Team kaum nicht helfen. Die haben einfach so die Advantage. Ich stehe ins Eins. Wir haben nur ein Ziel vor Augen, nur ein Ziel. Oh, verdammt, ey! Scheiß Soraka hier. Ich habe leider Kindred Schaden etwas unterschätzt. Ich dachte, die Soraka kommt dran, so dass ich sie mit der Kuh killen kann. Aber Wo kann ich natürlich denn nicht. hier eine Items erkaufen? Hä? Was? Nee, du kannst nur einmal in die Base gehen und wenn du dann rausgehst, ist nicht mehr kaufen. Ah, okay. Du kannst doch nicht zurückporten. Der Kacke. Ja, muss ich dran gewöhnen, sonst. Ja, ein bisschen kacke ist es schon, aber an sich ist es doch ganz witzig. Ich bin jetzt gerade schön zurückgelaufen, aber nee. Oh, ich stehe leider 1-2, ey. Oh Gott, ich bin so low. Oh, jetzt bin ich Level 6, jetzt haben wir schon mal einen richtig geilen Vorteil. Fuck.
und tot. Ich wieder einfach mal. So. Oh, was ist das hier? Schon tot. Ich lebe noch. So will man die Matches sehen. Ich bin tot. Aber das Gute ist, Knock das Ult kann man countern, indem man aus der Vision läuft. Oh, meine Kuh kam nicht mehr durch. Oh. Ich wollte wieder Soraka killen damit. Ich glaube, es klappt nicht. Na egal, ich werde mal auf ein anderes Bild gehen. Bei denen. Auf Mana werde ich auf keinen Fall gehen. Ich werde wirklich auf kritisch schwer. Am besten wäre gegen Healing Reduction. Und das werde ich auch gehen. Aber ein bisschen Phantom Dancer werde ich auf jeden Fall noch kaufen. Aber. Jetzt kann ich meine E machen, endlich. Erstmal ein bisschen AD. Hast du deine E anstatt deine Ult? Ja, mein E ist mein Ult. Achso, ja. Am besten. Naja, du kriegst das schon. Schön low poke. Das Gute ist, wir haben auch noch das Poke-Team. Schön. Boah, ich habe leider noch keine Ult. Sonst würde das ein bisschen einfach aussehen. Versuche immer schräg hier hinzuschießen oder so. Dann triffst, hast du die größte Reichweite. Ja. Außer Minion ist davor. Helf mir mal! Boah, macht einen Triple Kill. Uff, 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 uff. So viel zum Thema Cannon Feeden. Cannon Feeden. Hat's gelohnt. Mission completed. Ja, ich bin noch nicht der beste MF-Spieler. Ich spiele eigentlich kaum ADCs. Ich bin erst Support und Jungler Main. Den einzigen ADC, den ich gut spielen kann, sind Steve und Ashe. Oh Gott, aber das ist ja auch nicht ganz so schwer. Hier rein. Da ist Healing. Ab und zu. Was? In diese Bereiche sind Healing-Spots. Echt? Okay. Warum bin ich eigentlich unsere Frontline? Ich check das nicht. Boah, nice. Oh, schade, er hat das überlebt. Kimmel hat keine Ult mehr. Oder doch, dann. Nice! Nein, 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 nein. Abhauen. Der Typ ist so stark, ne? Leider hat unser Heimerding anscheinend noch nie was von W oder Q gehört. Ey, nee. Aber ist egal. Wir gewinnen das trotzdem. Ich bin mich nicht spielen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das trotzdem hinkriegen. Wir haben einfach das bessere Teamfight-Potenzial, wenn es mal zum Teamfights kommt. Da sehe ich halt unseren Vorteil. Leider engagen wir immer 3 gegen 5 und verlieren dadurch die Fights. Leider haben die auch einen ganz netten Poke, wenn man engagen muss. Wir haben eigentlich das perfekte Disengage-Team. Oh, was hat mir da so viel Schaden gemacht? Mir auch. Ja, oh, so ein Team ist disconnected. Nice. Komm mit. So, drin stehen bleiben. Und jetzt wieder raus.
geht bitte. Es geht ernsthaft auf Full. Und gegnerische Kenwood geht voll auf AP. Gegnerische Soraka geht voll auf AP. Das stört mich ein bisschen. Oh, verdammt. Die Range. Das war besser. Fuck. Macht nichts. Ah, willst du gerade Items kaufen? Schön auf Lunes Echo gehen. Dann auf Leandres Tournament und Morellos. Dann fix sie die komplett. Unser Heimat hat gerade auch noch nichts verstanden von der Kilwit Heal Ult. Alter, wie viele hier. So, die haben kein Flash mehr. Anfall. Nice. So, Turret ist weg. Das ist wunderbar. Weiß kein Flash mehr. Aufpassen. Schaden machen. Hier deine Kohlen setzen oder so. Immer so schräg versuchen rein. An der Minion vorbei. Du kannst die auch vorher abbrechen, ne? Das ist dir schon klar. Ja. Ja, ich wollte es nur mal sagen, falls du es bewusst bist. Siehst du, deswegen braucht man Flash. Ja. Der Soraka-Schaden ist mir echt zu hoch im Slow zusammen. Ich mach gleich meine Ult. Oh Mann, das wäre mein Kill gewesen. Nice. Ja, da haben wir gut gesch... Ja, das haben wir gut gemacht. Nice. Ja, er ist tot. Aber ich... Nein. Nice. Ich schade, bist du gesch... Na, leider, aber war nice. Aber execute, ja. Ja, du mit deinem Execute immer. Kann sein, dass du das ein Abo drauf hast? Ja. Nur ich krieg das. Er hat gefuckt. Er hat gefailt, er wollte mich killen. Yes. Oh, easy, jetzt stehe ich 7-6 und jetzt bin ich wieder positiv. GG. Ich hab gleich wieder Ult. Ich stehe 4-5-6. Oh, ist auch nice. Ich kaufe mir gleich ein nice Item. Jo, mach das. Und dann gehe ich ein bisschen mehr auf Schaden. Damit meine ich Rüstungsdurchdringung. Ja. Zum Beispiel der Cleaver. Der Kurs hat mir auch mal lange Spaß gemacht. Der Kurs hat mir auch lange Spaß gemacht. Ich glaub. Tschüss. Ah ja. Der Kurs mal echt Überblick. Oh Mann, ey, dieser Kackslot dafür gesorgt, dass ich meine Kuh nicht mehr rausbekam. Egal, die haben schlechten Trade genommen, dadurch können wir das jetzt. Ja. Konnten wir den Dilip nehmen und ja, das wird anscheinend auch noch ein sehr kurzes Game. Fuck. Ja, den kriegen wir. Meiner. Boah, ich krieg echt keine Kills. Meiner. Ich stehe 568. Läuft doch. Manchmal wird man auch mal gekillt. Aber das ist Farms, Alter. Ja. Ich find's traurig, dass ich fast genauso viel Farm hab wie hier unsere ADC Sylvia und Heimer, weil ich einfach nicht farmen kann mit meinen Spells. Ja. Oh. Leute, Heilung mitnehmen. Boah, der Heimer wird sterben. Hey Leute, wir müssen uns eh zurückziehen. Checken es nicht, egal, die werden sterben. Oh. Die hätten uns, wir hätten uns hier eben alle zurückziehen müssen. Oh, oh nice. Oh ja, das haben wir gut gemacht.
weil es sehr wahrscheinlich ist, dass halt Gegner dadurch eine Advantage haben, weil die alle Spells noch abhaben und halt Full Life sind und neue Items haben. Und jetzt bin ich halt wieder Full Life und habe auch meine Items. Das heißt, jetzt habe ich nicht mehr ganz so eine Advantage, Disadvantage wieder vor. Gegner machen es uns auch jetzt gerade ein bisschen einfacher, weil die gerade extrem schlecht spielen und dann jeden Fight nehmen, den sie hätten nicht nehmen sollen. Und der Gragas von denen hindert gerade komplett rein. Der verliert ihn das ganze Spiel. Oh Mann, ey. Gut. Auf, auf, auf. Meiner. Schade. Leider war meine Ult in diesem Fall nicht ganz so geil, weil... Ha, meine 50 Gold. GG. Ja, weil ich schlecht bin. Daran liegt es einfach nur. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Das hat die Nico richtig gut gespielt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal rein. Und bis dahin. Oh, nice. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Haut rein.